bin wieder großzügig. Also es steht zwar nicht, aber kurz danach. So, warte mal. Jetzt gib her. Es reicht nicht. Reicht auch nicht. Gut, dann muss ich ihm das wohl oder übel geben. Ein Buch ist nicht so tragisch. Ah, weißt du was? Das kannst du behalten. Ich nehme lieber das so. Handeln und dann kannst du dich wieder verzupfen. So, seht ihr, wir haben jetzt 3 Fleisch. Verdammt, was wollte ich bauen? Ich wollte irgendwas bauen. Irgendwann, wenn ich dann meine Sachen verschossen habe, dann werde ich jetzt mir anfangen, ich kann mir den Arsch beißen. Wir bauen jetzt erstmal ein Heizgerät. Schon vor. Hallo? Heizgerät bauen? Gut. Ja, weil wenn dann Winter ist und wir haben keine Materialien und wir bräuchten dann einen Heizkörper, dann sind wir im Arsch. Deshalb bauen wir den jetzt. So, und ich denke, als nächstes sollten wir den hier ausbauen. Das können wir nicht, weil wir haben zu wenig Materialien. Jetzt sag bloß, ich habe das hier für den hier verbraten. Natürlich habe ich es für den hier verbraten. Ist ja klar. Sagte ich doch. Du bist müde, du legst dich hin, denn Pavle ist aufgestanden soeben. Ich denke, wir bauen nochmal so eine Kleintierfalle. Das wir nicht können. Verdammt. Nein, mach aus, das Ding. Kann ich das... Ich kann es nicht mehr rausnehmen, verdammt. Sind wir halt im Heizen. Ist zwar schon 23 Grad, 24 Grad, ich hoffe, es wird nicht zu warm. Geh wieder Wasser herstellen, bitte. Wasser brauchen wir immer. Kannst du dich nämlich hier noch hinbegeben und Filter bauen? Machen wir einfach mal 2 Stück. Es wird für den Morgentag reichen. Wir sollten kurzfristig bauen, nicht für die Ewigkeit. Zum Teil. Stimmt, Katja ist verletzt. Dann wird sie sich nämlich gleich auch mal hinlegen. Und dann wird der gute Bruno wieder aufpassen diese Nacht. Und bevor wir nicht eine Waffe haben, werden wir uns nicht in gefährliche Gebiete begeben. Das wird noch eine Weile dauern. Und ich bin ein totaler Schisser. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber lieber das, als dass mir hier reinweise die Leute verrecken. Also gut, unser Heizkörper funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. Ein Thermostat. Ein Thermoregulator. Was zur Hölle ist ein Thermoregulator? Thermostat nehme ich mal an. Oder irgendwas. Ja, irgendwas, was die Temperatur halt reguliert. Klimaautomatik, sowas. Braucht weniger Brennstoff, das ist schon mal gut. So, Tag beenden. Und dann gehen wir nochmal mit Pavle. Du schläfst und du stehst wache in die bombardierte Schule. Da haben wir immer noch nicht so viel genommen, wie wir können. Deshalb gehen wir da nochmal hin. Ohne irgendetwas. Wir wissen jetzt, dass die Leute friedlich sind, deshalb renne ich jetzt hier durch. Bock hier jahrelang rumzuschleichen.
Verdammt. Ich lasse ihn jetzt hier mal aufbuddeln. Wenn ihr auch irgendwelche Themen habt, worüber ich quatschen soll im Let's Play, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich meine, ich habe jetzt schon eine Weile kein Video mehr gemacht. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Fragen oder so an mich, wenn es euch interessiert. Ich weiß nicht, inwiefern ich überhaupt irgendwie interessant bin, aber die Leute sind, ja, weiß auch nicht. Viele haben oft Fragen. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Wenn YouTube mir das weiterleitet, dann beantworte ich das auch. Wenn ich eure Frage nicht beantworte, seid mir nicht böse. Das ist nicht irgendwie persönlich gemeint. Wer YouTube kennt, wer YouTube auch selbst macht und ab und zu kommentiert und die Funktion nutzt, weiß, dass YouTube mit Comments das nicht so im Griff hat. Mal leiten sie dir den Kommentar weiter, mal sagen sie sich, ach nee, den braucht er jetzt nicht und so weiter. Deshalb, ja. Wenn ich das nicht beantworte, einfach nochmal schreiben oder als PN. PN, ja, schaue ich eigentlich immer an. Gut, dass wir hier so viel Materialien kriegen. Das ist ja super duper. Super, das brauche ich auch. Die Tür ist verschlossen. Verdammt. Runter? Nein, wirst du wohl nicht können. Ja, mach ein bisschen Lärm, mach hier auf. Hallo. Du tust mir auch nichts, ne? Mein Freund. Ich hab mich nicht angeschlichen. Jetzt kannst du mir nichts sagen. Sicherheitshalber zumachen. Wieso steht das hier? Okay, Bug. Egal. Boom. Ich habe mich auch hier wieder nicht angeschlichen. Wie du mir es gesagt hast, dass ich es nicht tun soll. Wasser ist immer noch wichtig. Wir können nie genug Wasser haben. Ich depp, da oben läuft sogar eine Zeituhr. Ich hoffe, es ist euch wirklich egal, wenn ich das hier mitnehme. Diese Dreh-Dinger wirklich gut gebrauchen. Diese Zahnräder. Und hier sind die Bandagen, stimmt. Hallo. Sorry, wenn ich hier mit der Tür so ins Haus falle. Bin aber wieder weg. Ja, rennt zum Ausgang. Wir sind schon wieder voll. Dumm-di-dumm. Pavle ist zurück. Yay. Tag 7. Das Spiel ist übrigens auf Steam auch erhältlich für diejenigen, die sich das jetzt kaufen wollen.
Ich glaube, es kostet um die 20 Euro oder so. Für mich, wie ich finde, jeden Cent wert. Hungrig, müde. Jetzt ist der Bug hier auch drinne. Super. Er sollte sich hinlegen. Ja, das hier ist anscheinend ein Bug. Katja, kannst du bitte aufstehen, weil Pavle ist sonst morgen oder in der Nacht müde. Gerne Bandagen brauchen, dann werden wir nächstes Mal wohl das mitnehmen. Wir können ausbauen, das ist super. Bauen wir den mal aus. Können wir nämlich ein Sägeblatt mitnehmen. Konstant 24 Grad. Ich nehme an, das wird auch wegen dem Heizofen sein. Das können wir jetzt. Oh! Super. Wir können jetzt hier Waffen herstellen. Und Sägeblätter und so, Pistolen und so. Richte sie auf jemanden, dem du wehtun möchtest. Okay. Gut, wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal Wasser herstellen. Und danach, stimmt, wir wollten. Mach das doch erstmal fertig, Mädchen. Ich habe immer das Gefühl, dass Bruno irgendwas sagen will. Weil da das Ding da steht. So, und jetzt. Ich hoffe, wir können nochmal eine Rattenfalle aufstellen. Verdammt. Können wir immer noch nicht. Dann machen wir halt hier das Haus ein bisschen geschlossener. Einerseits gegen Banditen und gegen die Kälte. Könnte ich mir bitte die Tür öffnen? Ich habe keine bösen Absichten. Ja, das haben viele schon vor dir gesagt. Aber komm, Katja, sei so lieb. Wehe. Danke fürs Aufmachen. Ich bin auf der Suche nach einem Ort, wo ich eine Weile untertauchen kann. Ich bin von Rebellen eingezogen worden, wollte aber meine Brüder nicht töten. Deshalb bin ich bei der ersten Gelegenheit weggerannt. Wenn sie mich finden, bin ich tot. Lass mich bei euch bleiben. Roman. Okay. Ja. Ja, wir nehmen ihn auf jeden Fall. Leicht krank. Kampf erprobt. Gut, mein Freund, dann gehst du da oben mal das aufmachen. Nee, du gehst pennen. Du bist krank. Und Bruno? Bruno macht was? Weiß auch nicht. Hat irgendwie. Ja, wir können das lesen. Roman, ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinen Kumpeln verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren einst wie Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns wurden rekrutiert. Wie Leon, mein bester Freund. Andere wie ich haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden. Und wir wollten daran teilhaben. Okay. Pavle ist auch wieder fit. Dann sollte sich Katja jetzt hinlegen. Nehmt mich ja wunder, wie viele Plätze das Roman dann hat. Ich blute aber nur ein bisschen. Ich hätte jetzt einen dummen Spruch, aber ich lasse es mal. Ich würde gerne eine Axt herstellen. Ja, so ein Beil halt. Weil damit können wir die ganzen Möbel, die ihr hier seht, klein hacken. Und daraus wieder Sachen machen. Pavle, bleib mal hier, weil das Wasser ist gleich fertig. Ja, dass es hier drin nicht heiß ist, könnt ihr dem Ofen verdanken. Apropos Ofen, geht mal upgraden. Ja, kennen wir nicht.
Hoppla, Entschuldigung fürs Rülpsen, falls man es gehört hat. Können für den nächsten Tag schon wieder zwei Filter bauen. Der wird fertig sein, bevor die Nacht einbricht. Weil, wie gesagt, Wasser, wir haben zwar momentan wirklich genug, aber ich war auch schon in Games, da hätten wir in einer gewissen Situation so dringend Wasser gebraucht und wir haben keins gefunden und hatten keine Materialien, um das hier zu bauen. Deshalb Vorsorge ist besser als Vorsicht ist besser als Nachsicht, wie man so schön sagt. Das hat nicht viel damit zu tun, aber wurscht. Dietrich, ich glaube, es hat dann eine verschlossene Tür, die wir aufmachen könnten. In diesem Haus. Werden wir auf jeden Fall mal tun. Ihr seid alle einfach hungrig, ne? Sobald sie hungrig steht, lasse ich die nämlich was essen. Tag beenden. So, mein Freund, Roman hat nur 10 Plätze. Das ist schwach. Das bringt uns nichts. Weil er krank ist, schläft er im Bett und Katja auch, weil sie ist verletzt. Bruno steht Wache und Pavle geht plündern. Und in der bombardierten Schule haben wir nur 23%. Deshalb gehen wir nochmal dahin. Und zwar nehmen wir heute einen Dietrich mit. Ich glaube, es gibt hier eine abgeschlossene Türe.